Grüße und willkommen, Womoshis, hier beim neuen VR-Mod-Video. Das Koop-Horrorspiel Content Warning hat eine VR-Mod bekommen, von demselben Modder, der auch die VR-Mod zu Lethal Company gemacht hat. Und auch dieses Spiel ist genauso bekloppt und abgefahren wie Lethal Company. Und es ist im Koop ein Heidenspaß. Wie ihr die Mod installiert, wie sich das Ganze spielt und worum es in dem Spiel eigentlich geht, zeige ich euch jetzt. Wie immer braucht ihr als erstes das Spiel. Content Warning ist auf Steam erhältlich. Für 7,79 Euro ist weniger als ein Happy Meal. Happy Meal sag ich schon, als ein McDonald's Mac-Menü, so ungefähr. Also das Spiel ist wirklich nicht teuer. Und wie ihr seht, es hat eine positive Bewertung von 93% und insgesamt 93%. Es ist auch wirklich spaßig. Das werdet ihr später auch noch sehen. Also das Spiel natürlich braucht ihr als erstes. Kauft es, ladet es euch runter und dann kommen wir zu VR-Mod und die könnte nicht einfach zu installieren sein. Der Ablauf ist fast identisch mit Lethal Company. Ihr braucht als erstes einen Mod-Manager, der auf Thunderstore basiert. Ihr könnt entweder Thunderstore benutzen oder in diesem Fall R2-Modman, also R2-Mod-Manager. Den benutze ich, den mag ich persönlich lieber, aber das ist persönliche Präferenz. Es wird sich nicht viel anders verhalten bei der Installation, aber an R2-Modman werde ich die Installation zeigen. Klickt hier auf Manual Download und speichert dann die Datei, wo ihr möchtet. Dann öffnet ihr die ZIP-Datei und dann packt diesen Inhalt. Dann packe ich jetzt in das vorgeschlagene Verzeichnis, was WinRAR mir gibt. Okay. Und hier startet ihr einfach die Setup-Datei und folgt der Installationsanweisung. Klickt dann auf Weiter, sucht euch das Verzeichnis aus und dann installiert. Ich habe das schon installiert, deswegen mache ich jetzt hier Abbrechen. Wenn ihr R2-Modman installiert habt, startet ihr das. Das wird bei euch so ähnlich aussehen. Diese beiden Sachen werdet ihr noch nicht haben, weil die sind jetzt vorne, weil ich die favorisiert habe. Bevor ihr jetzt lang sucht, gebt hier oben Content Warning ein und klickt am besten sofort hier oben auf das Sternchen als Favorit, weil dann taucht das immer ganz oben als erstes auf bei euren favorisierten Spielen. Klickt auf Select Game und dann auf Create New Profile. Ich mache mal jetzt ein Testprofil, damit ihr den ganzen Vorgang einmal seht. Wählt das Profil aus, Select Profile. Hier ist jetzt nichts installiert. Ihr guckt jetzt als erstes unter Settings und dann Change Content Warning Directory. Einmal überprüfen, ob das auch wirklich euer Verzeichnis ist, wo ihr Content Warning auf Steam installiert habt. Wenn das stimmt, braucht ihr nichts machen. Falls es nicht stimmt, klickt hier drauf. Und dann müsst ihr eben einmal die Exe-Datei suchen auf eurem Rechner. Jetzt geht ihr auf Online und ladet BabinXPack runter. Da hier drauf klicken, Download. Download with Dependencies. Dann seht ihr hier oben bei Installed ist 1. Das hat schon mal geklappt. Dann tippt ihr hier oben CWVR ein für Content Warning VR bei Dexys. Klickt hier drauf. Auch wieder Download with Dependencies. Auf jeden Fall runterladen. Dann habt ihr jetzt 2 stehen. Der Slider heißt, dass die aktiv sind. Und ihr seid im Grunde genommen fertig. Um das Ganze dann in VR zu spielen, müsst ihr das erste Mal oben auf Start Modded klicken. Wenn ihr das Spiel in VR spielen wollt, später nicht mehr über Steam starten, immer erst den Mod Manager und dann Start Modded. Ich klicke jetzt als erstes mal auf Start Modded. Da ich das schon gemacht habe, kann ich es jetzt nicht zeigen. Dann lädt das Spiel und es ploppt eine Konsole auf, wo dann BabinX die nötigen Dateien installiert. Das steht auch an einer kurzen Stelle dann in Rot. Beende das Spiel und starte neu, damit es in VR lädt. Weil das Spiel lädt das erste Mal in Flat. Nicht wundern, einfach direkt das Spiel ganz normal beenden. Und wenn ihr jetzt das zweite Mal auf Start Modded klickt, startet das Spiel in VR. Und da gucken wir jetzt mal. Und hier wären wir in VR in Content Warning. Wir gehen jetzt einmal ganz fix durch die Optionen. Ihr könnt auf VR-Settings gehen. Da habt ihr erstmal ein paar rudimentäre Einstellungen, da das noch eine sehr frühe Version ist. Es sollen noch mehr Optionen kommen, auch sogar Optionen, dass ihr wirklich die Controller selber belegen könnt. Ihr könnt natürlich wieder einstellen, ob ihr Snap-Turn, Smooth-Turn, Geschwindigkeit, ob Spritten, Umschalt oder gedrückt halten. Halt die Standardsachen. Wenn ihr dann entweder Solo zocken wollt oder mit ein paar Freunden, geht ihr auf Play with Friends, Speicherplatz 1 und auf Horsten. Wenn ihr jetzt jemanden in VR einladen möchtet, ihr könnt zwar hier hingehen, aber das funktioniert noch nicht. Ihr müsst dann einmal das Steam Dashboard aufrufen, auf Freunde und Chat gehen und dann, boah, keine Ahnung, wer hat's denn? Ich weiß es nicht, ich suche mir jetzt irgendeinen aus. Dort, den dort nehme ich. Auf Option und dann zum Spiel einladen.
Die anderen müssen logischerweise dann auch im Dashboard oder auf dem Desktop nachgucken bei Steam, ob die die Einladung gekriegt haben, können beitreten. Ihr könnt aber auch umgekehrt, wenn ihr seht, dass das einer spielt in VR, auf ihn, glaube ich, klicken, Option und dann halt dem Spiel beitreten. Kurz zu erklären, worum es überhaupt ins Spiel geht. Das ist der Plan. Runter in die alte Welt, etwas gruseliges Film. Das auf SpöckTube hochladen, berühmt werden. Also die Prämisse ist, dass ihr mit einem Team und einer bewaffneten Kamera in eine gruselige Welt geht und halt wie Live-Tuber oder wie heißt das hier, diese Tuber, die rumrennen und VTuber, ne, VTuber nicht, keine Ahnung, ist doch scheißegal, die halt rumrennen und dann sich live filmen und dann versuchen, das Witzigste, Schlimmste, Grausamste, Beste aufzunehmen. Und je höher ihr die Views kriegt, desto besser wird's. Das seht ihr aber auch später im Multiplayer-Gameplay, was hier nachkommt. Ihr müsst jetzt bedenken, mit der Steuerung, das ist eine VR-Mod für ein Flat-Spiel. Ihr habt jetzt keine regulären Interaktionen, wie ihr das eigentlich so kennt. Diese Hand müsst ihr euch mehr oder weniger wegdenken. Das hier ist übrigens Sauerstoffanzeige und darunter ist eure Energieanzeige. Alles, was ihr macht, ist mit der rechten Hand, da im Flat auch alles auf die rechte Hand gebunden ist. Jetzt zum Beispiel gehen wir mit der rechten Hand auf die Taschenlampe, drücken Grip, haben jetzt die Taschenlampe in der Hand. Wenn wir jetzt auf den Handrücken gucken, sehen wir auch, dass die Taschenlampe da drin ist. Wenn wir jetzt Grip gedrückt halten und Stick hoch runter, können wir durch die Inventar-Slots wechseln. Jetzt nehmen wir uns nochmal die Kamera mit. Noch diese ist in der rechten Hand. Die kann man nicht in die linke Hand nehmen. Ich hoffe, dass das irgendwann nochmal VR-Mod-spezifisch nachgepatcht wird. Wie gesagt, weiter Grip gedrückt halten. Und Thumbsticks hoch, runter, rechts ist Inventar. Halte ich Grip nicht gedrückt, ist Thumbstick hoch und runter ist Kamera Zoom. Sonst habt ihr die Standardtasten wie A ist Springen, X ist Option, jetzt im Touch, als Beispiel Touch-Controller, Y ist, glaube ich, Kamera zurückgesetzt? Nö. Linker Stick ist auch nichts. Rechter Stick drücken ist Duken. Genau, linker Stick ist Sprinten, logischerweise. Mit dem linken Grip könnt ihr auf die Selfie-Kamera umstellen. Ja, das ist soweit die Steuerung. Und ich zeige euch jetzt ein bisschen von unserem Multiplayer-Erlebnis in VR. Alle haben VR gespielt. Wie das funktioniert hat, schauen wir uns jetzt mal an. Das ist auch auf. Omo. Omo ist ein Waschmittel. Omo. Omo. Sag mal! Du! Oh, Schmerz! Ah. Das bin ich nicht, das war Repu! Ja, ich weiß! Das Problem ist, bei mir ist Hoshi mir eine Beleidigung, hat aber nichts mit Hoshi dir zu tun. Ach so. Repu sagt auch nichts. Repu, nimm mal die Taschenlampe auf und ich muss dir noch die Steuerung erklären. Omo ist am Start. Repu ist am Start. Wir gehen jetzt. Wenn ich durchschalte, das. Wir das, gehen das jetzt Menü, in den Abgrund. Sag mal! Geh mir nicht auf den Sack! Alter! Ja, weg, das ist. Weg, das ist. Das ist, weg. Oh, das ist meine Kamera los! Gucken mal, was hier jetzt abgeht. Ich will hier nicht sein. Es kann auch sein, dass sofort welche. Das kann auch sein, dass sofort was auf uns zuläuft, ne? Ja, ernsthaft? Ich muss nicht, ja, das ist ja random. Das ist ja random. Ja, dann renn doch nicht vor. Ach nee, bist du ja gar nicht. Wo bist du? Du bist hinter mir. Hinter dir. Ich häng fest. Was? Also letztens war hier unten was. Ach, die rennen alle da lang, recht am Ende. Wo? Wo? Da! Schöpfelmänner. Oh, das sind Mottenmänner. Jetzt hau mich nicht. Ich kann nicht filmen. Oh, guck mal, Mottenmänner. Tun die einem was? Was denn? Ja, die sind langsam. Die können nicht ganz viel. Kann man die irgendwie... Die Taschenlampe ist weg. Kann man... Oh, jetzt sitzt hinter mir her. Versteckt. Spinne, 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 Spinne. Ja, genau. Ernsthaft? Da war auf jeden Fall irgendwas anderes als. Kann das sein, dass die Taschenlampen leer gehen? Ja. Ja. Da war auf jeden Fall noch mehr. Ja, das Problem ist, die Anzeige gibt es in VR noch nicht. Aha, okay. Wo ist eine Spinne?
Ja, da war auf jeden Fall noch mehr, außer ja, diese Schneckenmänner. Ah, ja, raufzudrücken. Anfassen. Anfassen, genau. Fass ihn an und ich film dich. Fass den Knochen an. Rechter hat da. Oh, Knochen. Omo hat einen Knochen gefunden. Oh, Scheiße! Hilfe! Ich häng fest! Fuck, Leute! Mann, ich wollte das andere Viech doch noch filmen. Oh, ich bin daneben gesprungen! Mach die Scheißtür auf! Geh weg! Ess den Apfel! Ess den Apfel! Hast du eine schlechte Quali? Ich hoffe, da mal eine ordentliche Kamera raus. Ist am Start. Wir gehen jetzt. Wenn ich durchschalte, das Menü, dann. Sag mal! Main jetzt Voice ist ready zu sehen. Achso, Ivo ist das ja. Oh. Hallo! Hallo! Oh, hier unten sieht das ganz cool laut. Aus. Wir gucken mal, was sie jetzt abgeht. Schöpfelmänner. Ja. Oh, das sind Bottenmänner. Jetzt hau mich nicht, ich kann nicht filmen. Oh, Männer. Tun die einem was? Was denn? Ja, die sind langsam. Die kann man die irgendwie. Die Taschenlampe ist weg. Kann man. Alter, kann das sein, dass die Taschenlampen leer gehen? Ja. Ja, wollte gerade sagen. Da braucht man noch mehr. Ja, das Problem ist, die Anzeige gibt es in VR noch nicht. Aha, okay. Wo ist eine Spinne? Oh, Knochen. Wir haben eine Knochen. Wir haben einen verquickten Knochen. Fass den Knochen. Das soll ein Knochen sein? Das hat ein Knochen. Rechter hat da. Oh, Knochen. Omo hat einen Knochen gefunden. Yes! Fuck, Leute! Hilfe! Die scheiß Tür auf! Ja, ja, alle in die Kamera gucken, das war der erste. Hallo. Wieso will ich hier nicht sein? Oh. Was ist das denn? Was? Oh. Wo? Ah, das ist die Spinne. Ich hab Beine gesehen. Nee, ich hör's schon, ey. Lass mich hier weg. Jetzt, wer blockiert mich denn hier? Hau ab, Mann. Ich muss euch auch. Ich bin eingesponnen. Oh Gott, ist die groß. Hallo. Jetzt blockiert mich doch nicht. Oh Gott, die schießt. Was? Die kann schießen. Was? Die schießt. Lass mich mal rein. Wo ist sie denn? Ich will sie sehen. Wo ist sie denn? Ja. Oh. Ja, ich krieg hier, hört man mich? Ja. 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 Es ist manchmal sehr buggy hier. Also, vor allem. Oh Gott, ich hab nichts mehr zum Aufnehmen, Mann. Ja. Das ist nicht gut, sagen wir mal so, in VR. Da wird dir schlecht bei. Also jemand, der Motion Sickness... Hallo, ich bin tot. Wieso bin ich jetzt tot? Weil ich dich abgefackelt hab mit meinem Schuh. Ja, super, ich wollte das Video gucken, Ivo. Ja, also nicht in den Abgrund. Hier irgendwie auf die Grünfläche vor der Kapsel. Nein, Maniac, nicht darunter springen! Nein! Ach nee, das war ja. Hallo, Maniac! Oh, das war ja. Ich dachte, das wäre jetzt. Ja, es. Willst du die Spinne jetzt interviewen oder was? Nee, du bist der Rasenreporter, nimm das Mikro. Fick dich! Nee! Los! Nee. Wo sind die anderen? Ach, da. Dann nimm Ivo. Ivo ist Reporterin. Ich bin einfach nur anwesend. Und was liegt heute an? Erzählen Sie mal. Der Repo. So, jetzt ist mir ja klar. Den müssen wir heute ins Spinnennetz treiben. Wenn eine Spinne Hallo? Da ist. Finde ich eine gute Idee. Hallo, ich höre euch. Wenn wir eine sehen, dann würden wir sagen, das sind die Mottenmänner. Ja, Leute. Ich weiß überhaupt nicht. Oh. Was machst du da denn, Mania? Was machst du denn? Ich weiß nicht. Nimm nicht mal dein Mikro, oder? Oh Gott. Wo ist er jetzt denn geschleudert worden? Da, oder? Das sieht so. Oh oh. Das wird so nix. Da ist hier was. Da ist. Ach, der ist ja wieder der.
Das ist wieder der Stecken. Naja, die Gebrotzel. Betäubt. Betäubt. Oh Gott, der ist nur betäubt. Brotzel nochmal. Es ist leer. Es ist leer. Es ist leer. Es ist leer. Oh, ah, Scheiße. Da bin ich. Da bin ich. Ah! Mami! Ich werd verfolgt. Och, Scheiße, was ist das? Alter. Hau! Wer hat denn da seine Taschen verloren? Ich hab die da hingelegt für Ivo. Mit da ist er, da ist er! Oh, da ist er! Oh! Oh! Alter, aber Hoshi ist da draußen. Wer? Hallo! Bist du wahnsinnig? Geh weg! Nein! Oh nein! Hoshi! Wir haben noch 10% haben wir noch. Was ist das für ein Vieh gewesen? 4, 3. Weiß ich nicht, eine Raupe mit einer Keule. Und die hat mich aufs Dach geschleudert. 100. Wert nix, wert nix. Und was liegt heute an? Erzählen Sie mal. Ach, Ivo hat Push to Talk. Ja, das ist nicht eine Aufnahme. Du musst. Müssen wir heute ins Spinnennetz treiben? Wenn eine Spinne da ist. Für dich eine gute Idee. Hallo, ich höre euch. Ich weiß nicht. Nimm nicht mal dein Mikro, oder? Was ist das? Oder. Oh Gott. Oh. Das ist wieder der Stecken, ne? Oh, Alter. Wir schrecken dir die Mikro. Der ist tot oder betäubt? Betäubt. Oh Gott, der ist so betäubt. Mami! Ich werd verfolgt. Alter. Ich bin da oben irgendwie hingeschleudert worden. Ja, auf jeden Fall. Andere Vieh war schneller, da kommt das so. Da ist das große. Oh, die Aufrufe steigen. Was gefunden? Was hat der? Der hat ja eine 900. Ich glaube, das packen wir. 990, 1000. Oh, da ist er. Oh. Oh. Aber Hoshi ist da. Wer ist da draußen? Wer? Hallo! Bist du wahnsinnig? Sind die echt hoch? Wir haben noch, 10% haben wir noch. Was ist das für ein Vieh gewesen? 4, 3. Weiß ich nicht, eine Raupe? Ja, müssen wir halt ein bisschen mehr üben. Wir müssen uns nicht die ganze Zeit umbringen lassen und wegrennen, wenn der Viecher kommt und versucht zu filmen. Ja. Komm, kuscheln! Das ist ja so eine Scheiße, Alter. Alter. Dann. Ja, danke fürs Mitmachen. Ja. Ich hab keine Hände mehr. Tschüss. Tschüss.